jeden Moment losgehen zwischen der Eintracht und den Saarländern, den Gästen aus Homburg. Wir freuen uns drauf und die Spieler sicher auch. Los geht's, die Eintracht von links nach rechts in den weißen Jerseys und die Gäste aus Homburg heute ganz in grün von rechts nach links. Hier so klar unterlegen vom Feld gegangen ist. Homburg mit der nächsten Aktion. Maximilian Jansen, erste Duftmarke, der Mann, der heute in die Startelf gerückt ist. Wieder Ballgewinn, der Homburger. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Nur einer sieht besser aus, Nils Ramming. Fantastische Parade, gleich zu Beginn von der Nummer 1 gegen Patrick Weihrauch. Wow, kurzer Anlauf, Steinhardt, kommt gut, bisschen zu lang, rauscht am zweiten Pfosten vorbei. Und so auch die FCH-Angreifer. Umschaltsituation der Frankfurter, Wünsch, der aus Frankfurter Sicht falsche Pfosten, der hintere. Ja, Franschitsch gefällt mir gut heute. Der macht richtig viel Wind. Wieso nicht? Wieso nicht? Da hat auch Tom Kretschmer ein bisschen Probleme, den zu fassen. Einfach mal probieren. Ja, Ballverlust, Bonjanga. Und wieder Kollmann. Ristel, Ristel, Ristel! Mit dem Ententanz und dem 1:0 für den FCH. Und da sah Ramming überhaupt nicht gut aus. Weiß er auch selbst, Marc Müller abseits der Live-Bilder gleich zu ihm gegangen, abgeklatscht. Ja, guckt mal nach oben. Hofft, dass das nur ein böser Traum war. Kollmann schirmt gut ab, Ristel mit Platz, versucht es einfach mal. Dreht sich natürlich auch wild, aber Ramming, den muss er haben. Und so führt der Kapitän, bringt die Saarländer in Führung. Jetzt bloß nicht einbrechen, die nächste gute Gelegenheit. Gibt's nichts dran zu meckern, an dem Ball auch nicht für Müller. Mit viel Platz, jetzt mal gute Gelegenheit für die Frankfurter, sieht Bonjanga, probiert das, er probiert Latte! Sauberer Abschluss, satter Abschluss. Den Dreier mit ins Saarland zu nehmen, egal wie. Den versucht er und die Latte rettet die Eintracht. Phase eh nichts mehr verloren, Tor ist übrigens leer, Ramming auch bei dieser Situation mit vorne. Alaoui, Kolbe, geht noch was, Starudit und Ramming. So sieht's aus, das Spiel ist vorbei. Die Eintracht U21 verliert auch dieses Heimspiel mit 0:1 gegen den FC Homburg.